So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die. Ja, ich nenne es einfach mal 10 Days to Die. Und dann gucken wir mal, wo es uns hinführt in den 10 Tagen. Und ob wir die 10 Tage überstehen werden. Aber aktuell sieht es gut aus. Ich meine, wir haben 3 Wasser. Wir haben einmal so, aber das Suppe 3. Ja. Golden Rod Tee wird vielleicht wichtig, nicht? Also in meinem letzten Spielstand, aua, laut, habe ich mich hauptsächlich von Sandwiches ernährt, was dem Darm nicht sehr verträglich war, nicht wahr? Hallo. Congratulations. Reward. Vehicle Adventures. Gyrocopter, mehr Bikes etc. Ist auch nicht schlecht. Er hat leider nichts zu essen. Beim letzten Mal hatte ich was zu essen dafür. Können wir ihm was verkaufen? Verbandskasten haben wir sogar. Hier, die Dinger können wir erstmal verkaufen. Die brauche ich erstmal nicht. Don't let the door hit you on your way out. Ah ja. Das benutzen wir. Oh, jetzt sind wir wenigstens ein bisschen schneller. 20.30 Uhr, ja. Wir werden jetzt zurück in die Hütte gehen. Ich crafte mal noch ein paar Kisten. Erstmal eine, wo ich alles reinpacke. Und dann werden wir nach und nach die Sachen zurückholen. Die erste Nacht wird ein bisschen ja, langweilig, wenn man nicht ein Haus hat, was man behalten möchte. Ich möchte aber auch ungern großartig draußen rumlaufen. Wir können uns dann aber mal ein paar Pläne machen. Wie wir vorgehen wollen. So, konnte man von hier oben ran? Ja, hier ist sogar die Leiter. Sogar wunderbare Sachen. Okay, Kiste. Sand. Ich pack mal alle Sachen, die irgendwas mit Bauen zu tun haben, in diese Kiste. Die wir nicht am Mann brauchen. Ja, gut, das... Das andere ist alles eher Nahrung, nicht wahr? Gut, vielleicht reicht ja auch eine Kiste am Anfang. Ah, wir haben Antibiotika. Boah, wie ich Antibiotika gesucht habe. Ja, wir haben Hunger. Dann nehmen wir das mal. Nahrung, Gesundheit. Aber das stellt... Ja, dann nehmen wir das. Das ist noch Bau. Das hier ist irgendwie Mods. Patronen, das ist auch eher Bauen. Das ist auch Zeugs. Das ist auch eher Waffen. Nee, das ist eher Patronen, nicht wahr? Das ist auch Nahrung, Nahrung. Noch mehr Zeugs. Fackel. Okay. 21 Uhr. Ich würde sagen, dann schaffen wir es doch noch, die andere Kiste zu looten. Hoffe ich. Wartet. Ah. Jawohl. Nicht, dass der uns auf dem Rückweg hops nimmt. Die Zeit rennt auf jeden Fall schneller, als man... Ja, okay. Ja, ja. Daumen wieder ab, zurück. Ich habe nicht genug Ausdauer. Wir müssen was trinken.
Ja, sage mal, jetzt, wir haben nur noch ein paar Minuten. Sage mal. Jetzt habe ich nichts mehr. Gibt's ja gar nicht. Jetzt haben wir gar keine Pfeile mehr. Also das war das Einzige, was besser lief im letzten Spielstand. Pfeile. Okay, wir lagern auch trotzdem erstmal alles in einer Kiste. Aber hier kann man nämlich auch sagen, stapel alles da drin. So, und dann gucken wir mal. Das Wasser nehmen wir mit. Essen, die Dinge. Dann kann das da schon mal mit hin wieder. Tja. Würde ich sagen, reicht erstmal, bevor wir umziehen müssen. Okay, wo sind wir denn? Also hier ist verbranntes Biom, da wollen wir nicht hin. Hier geht die Straße hoch. Runter ging es in die verbrannte Stadt, nicht wahr? Hier war ja irgendwo eine. Da beim Camp südlich, das Camp ganz gefährlich. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Aber hier sind nicht viele Gebäude. Also ich würde, morgen gehen wir mal die Straße in die und die Richtung runter. Wobei hier, glaube ich, auch nicht viel kommen wird. Interessanter ist, glaube ich, Norden und in die Richtung. Vielleicht das Haus hier, was an dieser Straße ist, könnte sehr interessant sein. Wenn hier Wasser ist oder noch eine zweite Stadt. Ich glaube, das ist so das Ziel, nicht? Dass wir hier rumlaufen und dann so rum dahin und dann wieder zurück am nächsten Tag. Und ansonsten können wir jetzt nicht viel machen, außer warten, nicht? Also wir können nichts kochen. Wir können nicht viel Pfeile machen. 6 Stück nochmal, reicht. Was können wir noch mitnehmen? Können wir irgendwas... Ich habe auch nicht so viel, dass ich was craften kann, nicht wahr? Die anderen Sachen will ich alle machen, wenn wir am richtigen Standort sind. Aber Schuhe oder sowas. Schlafsack will ich auch nicht machen. Ich will hier nicht spawnen. Primitive Handschuhe könnten wir machen. Besser als nix. Primitive Schuhe, besser als nix. Kapuze... Wie hieß das Ding? Primitive Kapuze. Machen wir das zumindest. Aber ein bisschen. Ne? War A nicht anziehen? A ist verändern, W ist tragen. Okay. Ich dachte, das war neulich anders. Dann haben wir wenigstens die Sachen. Können wir gucken. Oh, wir haben hier einiges erledigt. Baublöcke fertigen, Truhen fertigen, Zombies töten, Quests abschließen. Gegenstände handeln, verschiedene Händler treffen. Und wir sind Level 2. Wir haben 5 Punkte. Die können wir mal einsetzen. Und zwar auf jeden Fall auf den eisernen Magen, auf den Heilfaktor und auf das Ausdauertraining. Da sind schon mal die ersten 3 Punkte weg. Wanderer, Ausstellungswiederherstellung 10% erhöht, eiserner Magen, gewährt dauern 10% längere Effekte, länger unter Wasser atmen und hier ein bisschen von alleine heilen ist nicht so schlecht. Und dann würde ich auf jeden Fall noch auf den guten alten... Ich suche mich immer zu Tode, wo das ist. Bogenschützen gehen. Bisschen mehr Schaden mit Bögen machen. So, dann bleibt noch ein Punkt übrig. Und ja, so viel haben wir halt noch nicht erreicht, nicht wahr? Oder ist ein Zombie? Tiefe Wunden. Oh oh.
Wir sind auch gut versteckt. Er ist ganz leise. Er wird uns gleich so mega erschrecken. Deswegen, so in der Stadt finde ich es immer so suboptimal. Da ist immer relativ voll. So ein bisschen außerhalb ist schon gut. Das darf nur nicht zu weit weg sein. Okay. Wir haben immer noch einen Punkt. Ja, die anderen Sachen hier nicht. Die muss man freischalten, indem man zum Beispiel die Beweglichkeit erhöht. Da hat man nur geringe Vorteile. Besser zergliedern, besserer Schaden mit Kopfschüssen etc. Ja. Gibt halt, jeder kann sich hier so ein bisschen individualisieren, nicht? Eher Waffen oder eher aufschlitzen, Bogen schießen, schießen, laufen, Rüstung, ja, nein, verborgen. Man kann auch hier eher Jäger werden und selber anbauen, Bauer. Pipapo, Maschinenschütze oder auch Faustkämpfer, Prügler, Donnerbüchse, Schädelbrecher, schwere Rüstung. Aber was mich interessiert, ist auf jeden Fall der Packesel noch, würde ich sagen, weil der ermöglicht uns, 3 Sachen mehr im Inventar zu haben. Bedeutet, hier unten haben wir 3 Plätze mehr, bevor wir überladen gelten. Das heißt, unsere Ausdauer stärker runtergeht, genauso wie, glaube ich, der Wasserverbrauch. Das Einzige, was ich richtig schlecht finde, ist das hier unten Wasser und Nahrung? Ist das neu? Nee. Aber ich finde, das sieht man hier unten immer nicht. Die beiden. Die könnte man irgendwie wichtiger, prominenter vielleicht hier links und rechts so eine Blase machen oder so. Oder ich meine, man hat hier die Sache. Warum hat man hier dann auf der rechten Seite nicht Nahrung und Dings ein bisschen besser dargestellt? Das da unten sieht man halt dafür, dass so wichtig ist, wenig. Aber ja, das ist es. Wasser wird auf jeden Fall knapp. Und was uns aber auf jeden Fall fehlt, und da müssen wir Küchen durchgehen, sind Kochtöpfe, ein Rostgrill und Messbecher. Lustigerweise habe ich im letzten Spielstand als erstes den Messbecher gefunden, mit dem ich aber nichts anfangen konnte. Und die Sachen danach, die waren dann der Grill. Das war dann aber 3 Tage später und den Kochtopf habe ich irgendwie 5 oder 6 Tage später erst gefunden. Das war richtig mies. Dann können wir noch was trinken. So, ich glaube, ich kann noch nichts großartig fertigen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr Kunststoffabfall. Der macht mir ein bisschen Sorge, wenn der hier irgendwie hochkraucht. Wir haben 2 Wege, wie er hierher kommen könnte. Über den einen sogar relativ unproblematisch. Aber wir können auch gut abhauen. Darf ich nicht vergessen. Ich habe die Zombies ja so eingestellt, dass die nicht so schnell sind. Also es könnte klappen. Könnte. Heißt nicht, dass es klappen muss. Oh. Nicht, dass ich aus Versehen Glas zertrümmer und ich ihn anlocke. Ja, was können wir uns denn noch angucken? Ja, die Aufgaben, die wir gemacht haben, nicht? Wir haben keine aktuelle Quest. Hier haben wir noch was. Hier sehen wir die Person, Spielstadium 2, Level 2, Gegner 16 getötet, da geht auf jeden Fall noch was. Ja, Karte haben wir jetzt auch noch nicht so viel aufgedeckt, aber der Startpunkt hier unten war schon mit der mieseste. Ich meine, klar, ganz dicht an der Stadt dran, nicht? Und an der hier auch nicht so weit weg, aber
verbranntes Biom ist schon sehr, ja, sag ich mal, speziell, nicht? Ja, den Trader haben wir. Was haben wir noch? Die Sachen haben wir durchgegangen. Charakter sind wir durchgegangen. 53 Minuten bisher am längsten am Leben. Keine Tode. Jawohl. Eine gebackene Kartoffel könnten wir machen. Immerhin. Ja, am wichtigsten wird eigentlich, dass wir vielleicht... Ah, ich hätte Koch lernen sollen, nicht? Natürliche Antibiotika. Oh, guck an. Die habe ich gar nicht gesehen. Heidelbeeren. Okay, Pilze. Habe ich eh nicht gefunden im letzten Spiel. Chefkoch. Ich glaube, da könnten wir bessere Sachen machen. Das wäre wichtig, dass ich das hier kaufe als nächstes. Dann würde ich auch auf die Stärke gehen. Mal gucken. Ja, 1:38 Uhr, nicht? Man muss bis 4 warten. Man kann sich das auch kürzer einstellen. Aber später, nicht? Die erste Nacht ist immer so ein bisschen kritisch. Da sitzt man rum. Außer man hat ein Haus und kann schon vielleicht oben das Dach ein bisschen begradigen, etc. Dann vielleicht ein bisschen besser. Aber ich glaube, es war sinnvoller, dieses Mal nach Essen zu suchen, anstatt gleich das Haus zu machen. Im letzten Spielstand habe ich zuerst das Haus gebaut und hier und da Sachen gemacht und 2-3 Stunden verloren, die ich weniger looten konnte und eine Aufgabe weniger machen konnte. Und deswegen hatte ich dann auch kein Walkie Water, also trübes Wasser. So, einmal Wasser haben wir noch, gibt aber auch nur plus 20. Ja. Würde ich jetzt ein bisschen herauszögern, oder? Soll ich es jetzt schon trinken? Golden Rod kann ich eh erst machen, wenn wir einen Kochtopf haben. Das bringt mir also auch noch nichts. Und einen Kochtopf kann ich erst herstellen, wenn wir eine Werkbank hätten. Oder ich kann ihn für 500, 600 kaufen. Oh, dass er das hier nicht löscht, wenn man da nochmal reinklickt. Das ist so... Boah. Und hier geht immer auf Fertigkeit. Ich weiß nicht, was ich für eine Fertigkeit dafür brauche. Das werde ich auch noch machen. Aber man sieht, dafür brauchen wir einige Teile, die wir halt noch lange nicht beisammen haben. Also das wird auch noch dauern. Wichtiger wäre auf jeden Fall, die Sachen für den hier zu sammeln. Bedeutet halt, 100 davon fehlen also noch 90. Rohre haben wir, sehr gut. Und Klebeband haben wir 1, brauchen wir 4. Aber Klebeband können wir zur Not auch selber herstellen. Das geht aus Stofffetzen und Kleber. Und Stofffetzen und Kleber, das findet man alle Nase lang. Also das ist das geringste Problem, würde ich sagen. So ab 3.30 Uhr können wir dann schon langsam gucken, ob wir uns rauswagen können. Man sieht unten links bei diesem Auge mit dem Gelb, dass wir Geräusche machen. Wenn wir im falschen Moment zu viel Geräusche machen, locken wir durchaus, ja, Dinge an, die wir nicht anlocken wollen, nicht wahr? Ich überlege, ob ich noch eine Kiste baue, doch, damit wir mehr looten können. Aber dann muss ich auch mehr rübertragen. Wichtiger wäre eigentlich, erst zum Haus zu kommen, zu gucken, ob sich das eignet. Weil wenn sich das Haus nicht eignet, dann müssen wir gucken, dass wir im Wald was Eigenes bauen vielleicht. Den Baublock auf jeden Fall Favoriten. Den primitiven Bogen. Ich bin kein Fan vom Steinspeer, muss ich gestehen. Ich hau immer daneben. Kiste kann ich auch mal kurz noch als Favorit machen. Ah, das passt soweit.
Oh, 3 Uhr schon. Ich hatte meinen Spielstand, da war auch ungefähr 3 Uhr und dann kam eine Horde in der ersten Nacht durchgefegt. Das war dann weniger lustig. Ich meine, ich konnte mich retten, aber die haben alles zerdeppert, was man sich bis dahin aufgebaut hatte. Das war schon sehr frustrierend. Da ging es aber auch alles noch ein bisschen anders und schneller. Ich muss sagen, jetzt ist der Anfang doch recht zäh für, sag ich mal, neue Spieler. Ich glaube sogar, jemand, der ganz neu ist, muss sehr viel Frusttoleranz mitbringen, dass er durch das Spiel auch durchkommen möchte. Weil die ersten 2-3 Mal wird man, wenn man kein Naturtalent ist, auf jeden Fall, ja, auf die ein oder andere Weise sterben, gerade wenn man nicht, so wie ich, die Zombies leichter eingestellt hat. Wenn man sich die auf die normale Geschwindigkeit lässt, da muss man schon gut sein, nicht? Das bin ich nicht, das weiß ich. Und ich will auch entspannt spielen. Es ist für mich immer noch Herausforderung genug. So, 3.30 Uhr. Ich hab hier vielleicht nicht, was in der Nähe ist. Dass, wenn ich die Klappe aufmache, mir hier was ins Gesicht springt, nicht wahr? Können wir mal gucken, nicht, dass hier irgendwo versteckte Dinge lagen. Manchmal sind hinter Bildern Sachen versteckt, Tresore, aber ohne entsprechendes Werkzeug lohnt sich das alles nicht. Okay, 45. Der Truck hat ein bisschen was vom Jurassic Park Truck. Sollte mir das Sorgen machen? Mhm. Da läuft schon eine. Wir müssen auf jeden Fall Pfeile craften. Ich bin nicht gut genug. Da hinten war er. Der hat Geräusche gemacht. Okay, ich würde sagen, wir düsen erstmal los, indem wir aber einmal Wasser trinken. Dann sind wir wenigstens so ein bisschen für die erste. Ja, ein bisschen. Ja, du mich auch. Dann sind wir wenigstens ein bisschen über unseren. Ja, natürlich ein Limit. Wieder entfernen. Kiste umzuhauen würde viel zu lange dauern. Wir brauchen Zeug. Das würde ich auf jeden Fall, solange ich genug Energie habe, abbauen. Also frisches Wasser werden wir nicht finden. Wir brauchen unbedingt einen Kochtopf, nicht? So, schon mal ein bisschen Holz. Ich meine, Steine auch am Anfang hilfreich, die einfach so auf dem Boden zu sammeln. Ich könnte mir Tierfährte könnte ich lernen. Ne? Dann hätten wir vielleicht nicht so das Nahrungsproblem. Wobei verkohltes Wildbret die den Wasserhaushalt runterbringt. Das ist halt ein bisschen schlecht. Lohnt sich also auch nur bedingt. Ein Grill wäre insofern deswegen wichtig, dass wir uns dann auch Speck mit Eier machen können. Wenn man das geschafft hat, dann kann man auch so Wasser ein bisschen ausgleichen.
Nicht? Dann kann man immer wieder Nahrung hochkriegen. Also 34 Steine erst. Was auch gut sind, sind Suppen. Ich glaube, das Haus hier wäre zu weit weg von dem Kern der Stadt, wenn ich das so richtig sehe. Der Beat passt. Der Beat stimmt. Beat die Beat Beat. Die Beat die Beat. Da beep 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 beep. Oh, eine Tasche mit Stofffetzen. Natürlich. Die guten Stofffetzen. So, wo geht die Straße denn hin? Nach da vorne. Ah. Oh, mehr als 60 Pfeile werden wir dort eh nicht hinkriegen, oder? 13 machen wir erstmal. Warum renne ich schon wieder? Will nicht rennen. Das sieht aus wie das Camp, wie so ein Camp, nicht? Oh, das könnte das gute Camp sein. Nee, das ist ein großes Camp mit zwei Türmen. Nee, das könnte das sein. Ich hatte nämlich im letzten Spielstand so ein geiles Camp mit richtig gutem Loot immer. Und das wurde ständig resettet, weil der Händler mich dahin geschickt hat. Das war echt... Oh, wow. Wozu habe ich es überhaupt geskillt? Und auf der Straße sieht man die Hühner mal ganz gut wegrennen. Nee, das ist doch ein anderes Camp. Ich weiß nicht, ob ich hier rein will. Es könnte ein Militärcamp sein. Boah, ist ein Bunker, nicht? Militärbunker. Nee, okay. Das gegen Militärleute mit 13 Pfeilen... Oh, und dann sind da nur einzelne Federn drin. Wollen wir jetzt auch noch nicht wirklich. Noch eine Sporttasche. Oh, Aloe Vera Creme. Die ist auf jeden Fall gut, wenn wir Verbände machen wollen. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar mehr Bücher. Schade, ich dachte, hier draußen sind ein paar Häuser einzelne, wo man... ja, mehr Küchen durchstöbern kann. Vielleicht haben wir Glück, dass in der Stadt ein paar Trailer oder so rumstehen. Ah, nee, nicht den großen. Das kostet nur unnötig Ammo. Hab ich jetzt nicht so Lust drauf. Wenn man erstmal so 60, 70 Pfeile hat, dann kann man da ein bisschen anders an die Geschichte gehen. Holz, immer gut, wenn man das findet. Und was auch richtig gut ist, wenn irgendwo Holzscheite und so rumliegen, habe ich gemerkt. Aber ihr seht schon, warum ich 10 Tage brauche. Ich lasse mich gerne auch ablenken von Vogelnestern und laufe 2 Tage rum und sammle nur Vogelnester, bis ich merke, wäre vielleicht auch sinnvoll, mal andere Sachen zu looten, weil ich gerade verdurste, nicht wahr? Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt nichts kriegen, machen wir noch mal eine Händlerquest. Das ist eigentlich mal ganz praktisch. Der schickt einen an nicht allzu schlechte Orte. Hm.
Könnte da nicht einfach mal ein richtig schöner Penner-Eintopf drin liegen? Weil es gibt so einen super Eintopf. Der hat mir, glaube ich, auch im letzten Spielstand alles gerettet. Weil als ich den genommen habe, war Wasser und Trinken so aufgefüllt. Wir müssen aber auch abschießen für XP, ne? Ich heb mir das noch auf. Wo ist denn jetzt die Stadt? Südlich. Okay. Da. Oh. Oh ja. Oh, hier. Jetzt. Hier ist so wie im anderen Spielstand. So richtig viele Vogelnester einfach auf einem Haufen. Oh Mann. Aber warum er ständig daneben schießt? Sehr gut. Oh Mann. Oh, direkt daneben. Ich hab's gesehen. Wow. Die wollte gerade richtig losstürmen. Aber ohne mich. Ich übersehe auch manchmal, dass ich in der Hocke bin. So, Steinpfeile. Nochmal, 57, das ist richtig gut. Und nur, weil wir keine Steine mehr haben. Seht ihr? Das ist manchmal mehr das Problem als dann die Federn. Okay, nochmal 9. Auf jeden Fall schon mal besser. Einmal habe ich auf so einem Turm mir eine Basis aufgebaut. Ist halt so semi-gut so in der Nähe der Stadt. Was haben wir hier? Working Stiff Tools, wow. Okay, die hatte ich auch nicht. Aber in die Richtung scheint die Stadt weiterzugehen. Jetzt ist so die Frage, lohnt sich das? Hier ist auf jeden Fall eine Küche. Oh Mann, kann ja nicht mal stillhalten. Deswegen, wenn die schneller sind, dann treffe ich sie noch weniger. Bin nicht so der Zielexperte. Wow. Holz. Fahren doch alle durch die Decke dann. Warum ist hier keiner? Die Tür ist auch offen. Hätte auch einfach durch die Tür gehen können. Wo ist er? Wow. Und da haben wir sogar Blaubeeren. Das ist ja ein richtiges Paradies. Noch mehr Wasser. Ja, wenn wir jetzt noch einen Kochtopf finden. Wow. Ah! Wo kamen die denn her? Die habe ich ja gar nicht gehört. Du kleine Kackernuss, du. Alter. Ich bin auch ein Treffeld. Ich habe die null gehört. Ich war ja super leise. Und ich habe die ganze Zeit ja so halb geguckt.
Weil du hier Krach gemacht hast, nicht? Manchmal kann man die dadurch ein bisschen anschießen. Ja. Ja. Wo kam der zweite her? Ja, den habe ich gehört. Mein Gott, also in dem Spielstand und Treffen ist ja noch schlimmer. Sag mal, der war doch mindestens in einem von beiden drin. Wozu mal hier 70 Pfeile? Oh Mann, links über die Schulter. Ich brauche eine bessere Founding Box für mich. Ich brauche so eine richtig große wie die ganze Welt, damit ich irgendwas treffe. Kann nicht das ganze Weiße einfach die Trefferzone sein? Aber manchmal gehen sie wirklich auch durch. Zum Glück hat die uns nicht vergiftet, die andere. Mein Gott. Leichenberge. Oh. Auf jeden Fall ist hier aber dafür mehr los in der Stadt. In der letzten war relativ wenig. Jawohl, Level up. Ja, Hunger und Durst. Jetzt geht's langsam los. Haben wir was gefunden? Ja, nur die Blaubeeren, nicht? Wird das jetzt auch vielleicht der falsche Laden für Essen? Und wenn wir Golden Rod Tee hätten, dann könnten wir wegziehen. Uns auch vergiften. Sehr gut. Eine Suppe ist perfekt. Mais, wow. Ein Kochtopf. Ja. Und hier kann man sich was kaufen, nicht? In der Not. Tja, schade. Pappkarton. Ah. Nur Kram drin, nicht wahr? Ich glaube, sie ist rausgekommen. Pinsel. Denn? Da! Das war vielleicht nicht der richtige Gang. Ah, da geht's ja raus, nicht? Na gut. Ah ja. Du schlag da mal weiter. Dem wollte ich noch. Na, immer ein Steak drin. Notfallsteak. Hier oben drauf liegt jetzt auch nichts Besonderes. Ja, ja, ja. Sand, wow. Wenn ich alles gebraucht hätte, gerade nur keinen Sand.
Aber Wasser haben wir auf jeden Fall diesmal besser. Ah, die ist zu schwer. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Weg drumherum. Das werden wir uns dann die nächste Male angucken. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.